Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Might and Magic 4 und 5. Seit dem letzten Mal habe ich offscreen ein paar Sachen erledigt. Zum einen das obligatorische Item-Management, das sind jetzt wieder etwas aufgeräumter. Haben sich ein paar Kleinigkeiten verbessert, aber im Großen und Ganzen, also nichts Weltbewegendes. Dann habe ich, dank eines freundlichen Hinweises, ich weiß nicht, vor drei Videos, also auf jeden Fall vor einer Weile, in Sandcaster vergessen, bei den Stats boostenden Getränken auch wirklich das ganze Getränk zu trinken. Es nämlich dreimal ging. Ich habe es bei den ersten beiden, die wir gefunden haben, nur einmal gemacht. Nochmal danke für den Hinweis. Das habe ich nachgeholt. Also wir haben jetzt etwas mehr Speed und etwas mehr, ich weiß nicht, was das andere war, Intelligence, glaube ich. Und dann habe ich noch, wir haben etwas mehr Geld jetzt, was wir hier nicht sehen, weil ich es gleich zur Bank gebracht habe. Ich habe mal dieses unglaublich, wie sich herausgestellt hat, unglaublich langweilige und enervierende Abbauen von Gems in den Gemstone Mines und anschließendes Produzieren von Rüstungsteilen gemacht. Ich glaube, es war eine ganz gute Idee, das offscreen zu machen. Das hat nämlich, ich weiß nicht, eine Stunde gedauert, aber todlangweilig. Man baut halt die Gems ab. Je nachdem, wie viel Glück man hat, funktioniert das auch, ohne dass sie explodieren, was ich nicht wusste, dass Gems können, aber manche Gems können offensichtlich, also Diamanten und Smaragde und so, explodieren offensichtlich. Also für den Fall, dass ihr eurer Freundin sowas mal schenken wollt, passt auf. Ne? Die Dinger können explodieren. Wahrscheinlich sollte damit Minengas gemeint sein, aber trotzdem ist er auch egal. Also das habe ich gemacht. Man baut die halt ab. Mühsam. Und dann geht man zu einem dieser Kollegen hier oben, die jetzt gerade nicht mehr im Bild sind. Hier oben irgendwo waren die. Also diese komischen Händler, hätte ich fast gesagt. Also die aus den Edelsteinen dann Rüstung oder Waffen machen. Für den Eigenbedarf brauchen wir das eigentlich nicht, da sind wir gut genug ausgestattet. Ich habe aber festgestellt, dass man die Sachen ganz gut verkaufen kann. Also wenn man auch ein bisschen Glück hat, beziehungsweise wenn man es richtig ausnutzen will, dann würde man halt ständig save and reloaden. Wenn die hergestellten Rüstungen Plate Armors sind, macht man damit schon ganz guten Schnitt. Man hat also, und da diese Gemstone Mines ja wieder aufgeladen werden können von diesem komischen God in the Mountains, also den wir auch schon mal gefunden hatten, vor einer Weile. Für, ich glaube, eine Viertelmillion, und man macht ungefähr, ich sag mal so, eine Million, 2 Millionen vielleicht, also ich habe nicht so genau drauf geachtet, aber in der Größenordnung würde ich jetzt mal so sagen, Gewinn. Das heißt mit anderen Worten, dieses Wiederaufladen der Gemstone Mines würde sich lohnen, wenn man sehr viel Zeit hat und sehr dringend Geld braucht. Also für den Fall, dass wir nochmal sehr dringend Geld brauchen, kann ich das auch nochmal machen. Ich hoffe, dass das nicht der Fall sein wird. Weil ich meine, andererseits für 2 Millionen, im Moment sind 2 Millionen viel, aber wenn ich daran denke, was am Ende von Might Magic 3 die Stufenaufstiege gekostet haben, da sind 2 Millionen, kommt man da auch nicht lange aus. Also wie gesagt, das ist eine Möglichkeit, allerdings etwas nervig. Deswegen, wie gesagt, ihr habt nichts verpasst. Jetzt machen wir aber mal mit dem Spiel weiter. Und was wir als nächstes machen wollten, ist, einmal gucke ich mir nochmal diese Dings hier an. Beware the Weapons, ja, okay. Zu dem Tower, dem nächsten. Das war, glaube ich, der östliche. Ich weiß gar nicht, ob wir da schon rein können, aber müssten wir eigentlich. Jetzt gehen wir mal South Tower, da waren wir schon. Jetzt gehen wir mal die Straße entlang. In der Hoffnung, dass das Spiel andere Ideen hat. Also, ihr kennt das schon. Bis gleich. Ja, da bin ich wieder. Und wir sind auf dem Weg zum Eastern Tower. Und kommen unfallfrei an. Das ist ja schon mal viel wert. Und können wir rein? Ja, können wir. Gut. Ja, lass uns rein, Mädchen. Okay, dann wollen wir gleich mal speichern.
Und sicherheitshalber mal Levitate zaubern. Man weiß ja nie. Und Day of Protection hinterher. Okay. Das sieht ja sehr übersichtlich aus. Okay. Okay, ihr macht Elektrizität und seid Mystic Mages. Und werdet von dem Magier im Nahkampf totgeschlagen. Okay, ihr seid also übersichtlich. Hier geht's nach oben. Hier geht's nach oben. Hier geht's nach oben. Ja, ja. Mhm. Danke. Was? Sind wir gerade teleportiert worden? Jetzt muss ich mal auf die Minimap achten. Jo. Oh Gott, und die Teleporter sieht man nicht. Ah, ist das toll. Okay, hier geht's auch nach oben. Und da geht's auch nach oben. Es ist ja fantastisch. Nun. Ja, ihr habt doch keine Chance. Da müssten wir jetzt wahrscheinlich wieder teleportiert werden. Jo, hier werden wir wieder teleportiert. Also und zwar immer in die Mitte. Ja, nicht teleportiert. Hier werden wir nicht teleportiert und... Doch, jetzt sind wir auch teleportiert worden. Och Gott, das ist... Oh Gott, na, das wird ja ein Spaß. Wie kommen wir da denn hin? So, so, so. Hm. Was ist... Na, das ist ja fantastisch. Ne, das wird ja knifflig. kann ja nicht über zwei Felder jumpen, weil jetzt werden wir Jetzt werden wir nicht teleportiert. Da werden wir teleportiert. Okay, da können wir rüber jumpen. Das funktioniert hoffentlich. Ja, das funktioniert. Hier kommen wir jetzt nach oben. Okay, na gut. Boing. Das teleportiert uns dahin. Das teleportiert uns dahin. Gott, da geht's auch nach oben. Ne, das ist ja alles schon ein bisschen mehr 80er Rollenspiel, was ich hier so sehe. Das ist, schön. Die werden wahrscheinlich alle in separate Bereiche führen. Da werden wir auch teleportiert. Da werden wir auch teleportiert. Okay. Da werden wir nicht teleportiert. Okay. Aber jetzt waren wir aber überall. Mehr oder minder, also. Ne, das ist ja großartig. Wo gehen wir denn mal als erstes hoch? Ne, ist ja eigentlich vom Prinzip wurscht. Hm? Okay, dann fangen wir mal hier an. Guten Tag. Ja, was habe ich gesagt? Separater Bereich. Natürlich. Und hier geht's wieder runter. Ne, das war ja hilfreich. ja. Gut, also die beiden Treppen können wir schon mal getrost vergessen. Die taugen nichts. Dann gehen wir hier mal hoch. Guten Tag. Und wieder ein separater... Es ist ja... Funktioniert hier Teleport? Natürlich, also mit Sicherheit nicht. Sonst hätte das Dungeon ja... Ja. Hätte ja kein... Wäre der Witz ja weg. Oh Gott, das ist schon... So... So. Jump. Ja, hier hoch. Oh, hier sind wir woanders. Das ist gut. Komm mal her, ja. Ja. Oh, er macht sogar Schaden auf Dauer. Bin beeindruckt. Wahrscheinlich wird es hier noch eine andere Monsterart geben, die uns komplett den Arsch versohlt, so wie ich mich hier anstelle. Also, ne, so überheblich, aber. Okay, hier geht's auch nach oben. Boah. Ich hoffe, das Ding hat nicht allzu viele Level. Das kann sonst ganz schön in die Zeit gehen. Ich hoffe, hier gibt's jetzt keine Teleporter. Nee. Okay, hier geht's auch nach oben. Level 3, hier geht's weiter nach oben.
Level 4. Gott, wie viele Dinger. Aha. Tschüss. 3 Sky Golems sind 3 Sky Golems. Sind 2,5 Sky Golems zu viel. Och, Spiel. Ihr kennt das. Bis gleich. Ja, und da bin ich wieder. Und, Neuerung. Beim letzten Absturz hat das Spiel auch gleich das Safe Game zerschossen. Ich musste also nochmal ein Safe zurück und dann hier wieder herlaufen. Jedes Mal was Neues. Also ich habe jetzt die Musik mal ausgeschaltet, weil ich habe manchmal den Eindruck, dass es daran oder dass ein beliebter Grund für das Spiel ist, alle Viere von sich zu strecken, ist, wenn die Musik sich ändert. Warum das witzigerweise nur passiert, wenn ein Aufnahmeprogramm läuft, ich habe keine Ahnung. Andererseits ist das Spiel auch aus einer Zeit, wo es sowas ja einfach noch nicht gab. Also müssen wir es offensichtlich einfach ertragen. Also wir sind jetzt wieder da, wo wir beim letzten Mal unfreiwillig aufgehört haben. Und latschen jetzt erstmal wieder runter. Und speichern jetzt bei jedem dritten Schritt ab. Hier geht's hoch. Okay. Ja, ja. Gut. Wir wollen erstmal unten weiter erforschen, was nichts bringt. Ach so, an den Randbereich, in diese separaten Bereiche, damit diese, also diese Treppen, die noch die nichts gebracht haben, die habe ich jetzt noch nicht wieder betreten. Also die Teile fehlen, aber gut, das ist ja auch nicht wild. Da war ja nichts. Na gut, dann gehen wir hier mal weiter nach oben. Huhu. Guten Tag. Du bist ein Gamma-Gaser mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Köpfen. Du siehst interessant aus. Und machst Energy-Schaden. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Identify-Monster. 7 Attacken. Ja, passt ja, ne? 4000 Hitpoints. Das ist auch nicht gut. Da müssen wir jetzt wohl mal mit Mass Distortion bei. Sonst wird das ja nix, sonst hauen wir ja 2 Wochen auf die rum. Ja, jetzt bist du schon rot. Eieiei. Wie findest du eigentlich, wenn wir dich auch mal mit Energie... Okay. Gibt's hier was? Nee. Jo, das war ein Gamma-Gaser. Okay. Dann sind wir wieder hier. Mit anderen Worten, ist das hier auch total für einen Eimer. Also dieses Dungeon hat es aus mehrerlei Hinsicht in sich. Also dann scheint dieser Teil, also da waren wir, also wir waren, hier waren wir oben, da war nix, hier und hier, da kommen wir in diesen mittleren Bereich, da ist auch nix. Okay, dann sind wir hier also quasi in Anführungsstrichen fertig mit dem Teil. Na gut, dann kann ich ja jetzt hier das noch machen. Hier waren ja noch, hier waren ja noch Monster. Machen wir das noch kurz. So, und hier... So. Okay, jetzt können wir ja mal spaßhalber auf die andere Seite gucken. Wie das da aussieht. Wahrscheinlich genauso. Ja, wieder separater Bereich. Fantastisch. Oh, mal 2 Gegner. Okay. Also, das bringt alles nichts. Dann gehen wir jetzt mal hier hoch. Oh. Ja, das ist ein... Toll, das ist ein Spiegel, der nicht funktioniert. Unten waren wir, dann bleibt ja eigentlich nur noch das Ding hier. Ja.
Ja. Oh, eine ganze Menge. Zack, zack, zack. Zack. Gottes Willen. Na, kommt mal her. Ja, auf Dauer macht ihr Schaden nicht mehr. Ja, ist ja gut. Noch wer? Ja, dann heil mal kurz, bitte. Power Cure. Oh, bist aber ganz schön. So. Ein Brunnen. Fountain of Life. Who will drink? The bittersweet water runs down your throat. The effect is instantaneous. You age 50 years. Plus one level. Permanent. Wuppala. Also du bist jetzt ins Rentenalter eingetreten und hast ein Level gekriegt. Sehe ich das richtig? Oh. Ja, das ist ja mal völlig nutzlos. Obwohl, nee, nee, ach nee, nee, wir können unser Alter ja relativ unproblematisch wieder lo. Naja, was heißt unproblematisch? Wir können unser Alter auf jeden Fall theoretisch wieder loswerden. Moment, hat nicht dieser komische. War da nicht noch irgendwas? Ah, shit, wo sind meine Unterlagen? War da nicht noch irgendwas mit diesem komischen Typen? Da. In der. Der uns einen Auftrag gegeben hat, war da nicht irgendwas mit Jewel of the Ages? Warum gucke ich nicht eigentlich in unsere Auftragsliste? Ist dafür einfacher. Nee, das sind nicht Quest-Items, Quest-Perks, Quests. Collect Rubies, ja, da. Magnifying Glass. Jewel of the Ages. Ach, Moment, das sollte hier doch sein, oder? Hat der nicht irgendwas erzählt mit. Oder bilde ich mir das ein, dass der uns dann wieder verjüngen kann? Naja, wie dem auch sei. Selbst wenn er es nicht macht, wir haben hier die Möglichkeit, über diese Druiden das auf Leitzeit zu machen. Also theoretisch könnte man hier kostenlos ein Level kriegen. Und ist das Ding. Okay. Okay, es geht für jeden Charakter einmal. Na gut, das ist nicht weiter wild. Okay. Aber ich würde sagen, das heben wir uns noch auf. Das schreibe ich mir aber mal auf, dass wir diese Möglichkeit haben. Wo sind jetzt? Hier. Southern Tower. Plus 1 Level. Plus 50 Years. Wenn wir richtig hohes Level haben und uns vielleicht die Aufsteigerei einfach nicht mehr leisten können, weil im Moment, ob wir nur Level 29 oder 30 sind, denke. Da können wir später dann noch mehr Geld sparen als jetzt. So, also wo sind wir denn gekommen? Von da oben. Da geht's wieder runter. Da ist noch ein Brunnen. Da habe ich den Brunnen jetzt. Habe ich nicht benutzt. Okay. Fountain of Minimal Abilities. Na, das klingt ja nur halb so gut. Okay, da ist nichts passiert. Aha. Sollte der. Der macht nix. Oh, irgendwie die Voraussetzungen nicht erfüllt, oder das Spiel buggt gerade. Nö, der macht einfach nix. Aber wohl offensichtlich irgendwas fehlt uns. Aber sicherheitshalber lade ich trotzdem, weil Minimal Abilities klingt ja auch nicht gut. Vielleicht wird da dann irgendwann ein. Ja, vielleicht erst den trinken. So, ja. Und jetzt den? Nee. Okay.
Vielleicht wird da irgendwann ein richtiger Brunnen draus. Keine Ahnung. Minimal Abilities. Whatever. Spiel, whatever. Aha. Jewel. Ah. Hier ist es. Super. Gut. Quest-Item. Gibt es hier sonst noch was? Okay, hier gibt es offensichtlich noch eine ganze Menge. Hier waren wir schon. Jetzt runter. Jetzt. Da waren wir auch noch nicht. Ja, komm. Hab das bald. Mein Gott. So gut, dann rasten wir jetzt. Oh! Oh, das. Ja, super. Da rasten mal nicht geklappt. Das ist nett. Hier ist irgendwas. Energy Disk. Nimm die mal. Jetzt funktioniert Rasten. Na, super. Ja, schön. Cast. 6. Nehmen. Okay. Gut. Das sind ja, glaube ich, die beim Rasten einen überraschen. Das sind ja keine neuen Gegner, das sind ja Gegner aus der Umgebung, glaube ich, die einfach uns nur finden. Noch eine Energy Disk? Deswegen dürften jetzt keine mehr sein. Sehr gut. Und wo sind wir jetzt? Jetzt sind wir hier. Waren wir auch noch nicht. Dam, 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 dam. Boing, boing. Ja, ihr seid relativ. Uppala. Oh, da ist. Mega Mage. Na, auf dich schlagen wir mal zuerst. So wie zum Thema Mega Mage. Hält unser Mega Barbarian nicht stand. Oh Gott, was ist hier los? Hey, du bist aber sneaky. Wo kommst du näher? Book of Fantastic Knowledge, Shuri Weed. A magic aura around the book pushes you back. Autsch! Nehme ich an. War es Autsch? Ah, wissen wir nicht. Na gut, dann der Magier. Spiel, übertreib's nicht. 50. Ja. Was haben wir jetzt? Also gut, bei 255 ist offensichtlich Schluss, aber. Was hatten wir vorher? 252? Okay. Ja, gut, ist ja eh alles kaputt. Okay. Ja, du brauchtest ja vorher schon keine. intelligenzboostenden Sachen mehr. Ja, ich würde sagen, Intelligence haben wir gemaxt jetzt. Oder kann nochmal. Ups. Kann ich nochmal ausprobieren, ob das vielleicht auch noch der Cleric machen kann. Nee. Gut, was haben wir jetzt? Na gut, 252. Überlege, ob ich das nicht einfach lasse. Weil ich meine, diese drei Punkte, die machen den Kohl jetzt auch nicht mehr fett und vielleicht verlieren wir irgendwie nochmal Intelligence. Das kann ja auch passieren. Das ist gut, das merken wir uns auch mal. Southern Tower plus 50 Intelligence für Sorcerer. Dann lassen wir das einfach. Ist ja Irrsinn, so. Okay, was haben wir hier? Bubbling Vat. Who will drink? Du bist insane. Schön. Du bist cursed. Gut, das war hilfreich, Spiel. Sind wir jetzt fertig hier? Ist noch ein Buch. Ach, da sind wir dran vorbeigejumpt. Ich wollte gerade sagen, warum sehe ich denn das zum ersten Mal? Book of Great Power. Lala. Aha. The power is great. Plus 5 levels, permanent. But the cost is dear. You lose all your secondary skills.
Skills 0. Sag mal, Spiel, bringst du ja gerade was durcheinander? Das klingt, also so vom Gefühl her würde ich jetzt sagen, das würde eher zu diesem Brunnen passen, der oben da war. Von wegen Minimal Abilities. Weil jetzt haben wir Minimal Abilities. Und was haben wir gekriegt? 5 Level. Keine Skills mehr. Ja, das ist ein schlechter Deal. Das ist ein schlechter. Obwohl, nee, das ist kein schlechter Deal. Wir können ja, ach, die Skills kriegen wir ja auch wieder alle. Das war doch da in dieser Shangri-La-Stadt. Da gab's doch alle, oder? Das war da. Also zumindest irgendwo gab es alle Skills für, ich weiß nicht, 200.000 oder so. Haben wir das aufgeschrieben? Das haben wir bestimmt aufgeschrieben. Sekunde, 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 Sekunde. Finde ich jetzt nicht. Entweder habe ich es mir nicht aufgeschrieben oder ich habe den Zettel nicht. Aber das sind ja. Ach, nicht ja doch, Shangri-La. Plus one level in Shangri-La. Nee, von den Skills haben wir nichts aufgeschrieben. Aber irgendwie habe ich im Kopf, dass das da war. Naja, das kriege ich ja ohne weiteres raus. Muss ich mir nur die alten Videos nochmal angucken. Also, das könnte man also machen. Aber auch da gilt, vielleicht erst, wenn wir höheres Level sind. Weil im Moment können wir uns das ja alles nur ohne weiteres leisten. Da können wir sozusagen nur auf die gewöhnliche Weise aufsteigen. Ja, aber. Also merken wir uns auch mal. Plus 5 Level. Minus all skills. Moment, Skills und nicht Abilities. Vielleicht ist mit Ability. Sind mit Ability die hier gemeint? Aber das hat sich ja nicht. Es hat ja nichts gemacht. Du bist älter? Also, ist irgendwann mal gealtert. Minimum Abilities. Also, es hat uns auf jeden Fall nicht auf die auf die Minimal, also runtergesetzt. Das hat nicht funktioniert. Wohl, es könnte sein, dass man. Vielleicht kriegt man, wenn man unter einem bestimmten Wert seine Attribute hat, die dann auf einen Minimalwert erhöht. Das könnte sein. Und da wir alle ja relativ gut mit Abilities, also mit Attributes ausgestattet sind, hat das Ding logischerweise dann nicht funktioniert. Das könnte sein. Oder uns fehlt noch irgendwas, oder das Spiel hat einfach keinen Bock mehr. Alles möglich. Okay, also gut, hier sind wir jetzt auch fertig, ne? Ja. Also dieser Tower ist ein bisschen strange. Ja, hier sind wir auch fertig. Ich würde sagen, hier sind wir dann fertig. Moment, ist hier was? Aha. Na, immerhin, ja. So, jetzt sind wir hier wieder. So, jetzt probiere ich es nochmal aus. Wer hat denn von uns den schlechtesten Werte? Du, Intelligence. Nee. Keine Ahnung, ist vielleicht auch irgendwas ganz anderes. Gehen wir jetzt einfach raus hier. Ich glaube, wir waren überall.
Wir haben das Jewel of Ages. Wir haben eins, zwei, wie viel Energy das? Zwei, glaube ich. Zwei gefunden. Ich hoffe mal, das war alles. Ja, raus hier. Das ist der Tower is strange. So, jetzt springen wir mal ab und können ja mal gucken, ob können wir aufsteigen. Ja. Haben wir Erfahrung dazu gekriegt? Nee. Okay, wir können alle aufsteigen, dann brauchen wir aber definitiv, glaube ich, ein bisschen Geld. Schauen wir mal. War hier eine Bank? Cowherd. Danke. Was wir aber schon mal machen können. Wir können schon mal, hier war irgendwo der Typ. Der hier, genau. Können wir schon mal unsere Sachen reparieren. Browse, fix. Blazing Katana. Braucht kein Mensch. Armor. 1, 6, 2. Ich bin so doof. Gut, dass gut, dass ich vorher speichere. Und jetzt machen wir fix und verkaufen tue ich ein andermal. Komm offensichtlich durcheinander, wenn ich jetzt zwei verschiedene Tasten drücken muss. Also fix, armer. Fix. Ja, nicht sell. Perks. Fixen. Ist ein prinzipieller Unterschied, Sachen zu reparieren und Sachen zu verkaufen. Zumal die kaputten ja wahrscheinlich auch nichts wert sind. Hups. Das ist ja alles kaputt hier. Ja, wir müssen definitiv zur Bank. mit unserem Geld kommen wir nicht weit. Ich hoffe, wir können jetzt alles reparieren hier. Ja. Okay. Gut, wo war hier der Trainer? War der hier? Nee. War der hier? Nee. Dupdidü. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Nee, aber auch nicht. Soldier School, das klingt doch schon so. Geht ja, kostet nur 8000. Siehst diese ganze Nachdenkerei über wie viele Millionen wir eingenommen haben und ob man Level dazu kriegt, hat man die ganze Zeit an die Might Magic 3 Größenordnung gedacht, aber das war ja gegen Ende des Spiels, dass das so sauteuer war. Das ist ja, das können wir ja ohne weiteres uns leisten. Das ist ja eh nur ein Level. Naja, immerhin. Jetzt Level 30. Du bist, ja, Angeber, du bist 33. Okay, so, das war ja super. Okay, da würde ich sagen, mit diesem erfolgreichen Trainieren hören wir dann auf für dieses Video. Ich werde dann mal überlegen, wo kommen wir als nächstes hin? Nächste Stadt, ne? Haben wir doch irgendwo so einen Pass gekriegt. Das war, wie hieß die Stadt? Pass to Lakeside. Einfach mal Lakeside. Ach nee, wir können und das Ding zurückgeben. Die Rule of the Ages. Ja. Okay. Gut. Ja, dann war es das für dieses etwas konfusere Video. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal hoffentlich weniger verwirrt wieder. Und seit die Musik aus ist, stürzt das Spiel nicht mehr ab. Oder ist es zumindest nicht abgestürzt? Wahrscheinlich wird das jetzt gleich, wenn ich die Aufnahme beende, meine Festplatte formatieren. Aber wir wollen erstmal das Beste hoffen. Gut, dann sehen wir uns also beim nächsten Mal wieder. Das war's jetzt auch wirklich. Und bis dahin. Tschüss.